Wollte man eigentlich mal anfangen, die Chatlist zu filtern, aber okay. Ich glaube, das sieht eh nur Pizza, was ich gemacht habe. Aber ich wollte einen Bot entfernen und habe dann irgendwie dafür gesorgt, dass er nicht ein Regular ist. Ich weiß nicht, Pizza, siehst du das als Mod? Man hat, glaube ich, gesehen, was ich vorhatte, oder? Also ich hoffe, man konnte es erkennen. Gerade was auf deinem zweiten Monitor klären. Kein Stress. Kein Stress, Pizza, kein Stress. Oh, voilà. Okay, jetzt kriege ich das aber mal hin, was ich gerade eben vorhatte. Oh mein Gott, ist das schief. Nein. Ich werde es ohne Wingcap hinbekommen. Kriege ich schon alles hin hier. Geht doch. Könnte meinen, dass es so. Und ja, natürlich gibt es da einen regulären Weg für, aber. Oh, das war gar nicht der erste. Okay. Aber irgendwie merke ich so, 100 Münzen hier wird, glaube ich, auch nicht angenehm. Der Geier ist da hinten. Kommt er jetzt hier hin? Ne, er kommt erstmal da auf die andere Seite hingeflogen. Kommt er? Er kreist erstmal darüber. Kommst du hier hin, Geier? Er kreist weiter da hinten rüber. Okay. Mhm. Ich hab, Pizza, ich hatte nur gemeint, oder, ja, jetzt spreche ich nochmal kurz an. Ich hatte nur gemeint, dass du gesehen hast, was ich mit dem Bot aus, was ich mit dem Bot aus Versehen gemacht habe. Ob dir das im Chat angezeigt wird oder nicht. Wenn nicht, ist auch egal, dann war es wahrscheinlich sowieso Bot intern, also. Jo, keine Sorge, ist nichts passiert. Vorher um eure Stunden bangt oder so. Alles gut. Nein. Was du im Level vorhattest. Nee, nee. Hat nichts mit dem Level zu tun. Wie habe ich das gerade so gut hinbekommen? Also ich weiß ja nicht. Irgendwie will das gerade nicht so. Gehe dem Geier auflauern.
Nein! Nein! Ich wollte einen Longjump machen und habe mal wieder verkackt. Ah. Wie soll es auch sonst? Naja, wie soll es auch sonst laufen? So schlecht läuft es heute gar nicht. Ich sollte echt aufhören, versuchen da hochzuspringen, oder? So langsam denke ich, das ist nicht das Beste, was ich machen kann. Um es mal so zu sagen. Oh Mario. Nein, nein, nein. Mario. Hör auf. Ich will eigentlich zu dem Geier dahin, ne? Aber irgendwie, naja, reden wir nicht drüber. Aber irgendwie will der Geier nicht so ganz richtig zu ihm, glaube ich. Liegt auf jeden Fall darüber. Gleich wieder da. Okay, bis dann, bitte. So. Dieses Level, ne? Irgendwie flutscht das gerade nicht so. Dann werde ich jetzt mal den Geier verfolgen. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Nice. Das hat wesentlich besser funktioniert als gedacht. Und vor allem schnell. Ich habe so gedacht, oh, das dauert jetzt noch Ewigkeiten wahrscheinlich. Und dann. Und dann nicht, also. So Leute, welchen Weg wollt ihr sehen? Den durch die Pyramide oder den anderen? Pyramide, okay. Dann nehmen wir den durch die Pyramide. Damit aber ich weiß doch gar nicht mehr, wo er lang geht. Ich glaube, der fängt da hinten irgendwo an. Ah, okay. Ich glaube, er fängt hier an. Nein, ich bin nicht Sagret. Come on. Guck mir das nicht an. Und ich muss sagen, das, wieso, ich weiß auch nicht, warum ich manchmal hier anfange, Round Pound zu machen, aber passiert. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Komm schon, komm schon. Wieso hab ich das getan? Wisst ihr, auf das einzige Treibsandfeld in der ganzen Pyramide. Und ich so,
Geil, muss da rein. Ihr habt gesehen, drunter rum so gar nichts und ich steif voll in das Feld da rein. Da saß ich da gerade aus und hab gedacht, das kann doch jetzt eigentlich nicht wahr sein, oder? Aber das war auf jeden Fall interessant. Wenn man so nennen will. Es wird auf jeden Fall nicht nochmal denselben Fehler machen. So geht doch. Vor allem, es war halt echt so ein hardcore unnötiger Fehler, ne? Ich meine, Fehler sind nie nötig, aber der hat's nochmal so ein bisschen getoppt. Oh mein Gott. Das war definitiv zu viel. Zu knapp. Das war definitiv viel zu knapp. So, was ist nächstes? Lande auf allen vier Säulen. Na, wenn die Mission mir das sagt, dann tue ich das auch. Das wäre übrigens der andere Weg in die Pyramide gewesen, GG. Danke. Nein. Oh mein Gott. Das war gerade so. What the? Okay, Wirbelsturm. Nein, ich enttreib da. Ich hole mir mal, glaube ich, eine neue Wingcap hier. Weil ansonsten... wird das, glaube ich, weniger. Ich bin wieder nicht gekommen. Null Leben noch. Okay. Jetzt Konzentration. Hey, let's... oder auch nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen so mit beim Commentary am Ende, weil... ich weiß nicht, ich spiele das Spiel zwar gerne, aber... ich finde, nach 4 Stunden ist die Luft raus. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich gleich mal Spiel wechseln. Nach dem Stern, glaube ich sogar. Obwohl. Ja doch, werde ich tun. Obwohl, wir werden mal sehen. Und letzte Säule. Oh, was passiert denn da? Ich glaube, das ist gar nicht das, was ich mit der Mission hier tun sollte. Ich glaube, ich sollte tatsächlich einfach nur hier bleiben und dann da rein. Ja, genau.
beenden wir es mit dem Bossfight hier. Anscheinend muss man auch auf die drauf springen, damit der Bossfight sich triggert. Alles klar. Verdammt. Nein! Also. Game over. Ich glaube, Game Over ist vermutlich nicht das schlechteste Signal. Mein erstes Game Over und damit ist auch... Obwohl, nee, ich mach noch ein bisschen. Ich lasse nicht beim Game Over stehen und außerdem... Ich glaube, ich sollte vielleicht ein Spiel noch die Welt zu Ende, ansonsten fühlt sich dann doch irgendwie unvollständig an, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich finde es halt echt krass. Am Anfang habe ich gedacht, ich könnte mich niemals an die Steuerung hier gewöhnen und mittlerweile ist halt echt so... Ja, also... Ich bewege mich eigentlich ganz gut mit Mario, würde ich sagen. Also jetzt nicht wirklich so gut wie andere Spiele, aber das ist ja auch nicht mein Anspruch. Und ihr habt euch jetzt vielleicht gefragt, warum ich hier in die Welt gehe. Aber wir haben ja jetzt Metall Mario, das heißt, wir können hier den letzten Stern holen. Oh mein Gott, fällt er langsam. Aber er fällt. Und Stern. Nein. Komm schon. Geht doch. Nice. Übrigens, habe ich zum ersten Mal jetzt so gesehen, dass der Stern so geholt wird. Normalerweise habe ich immer nur diese... Ja, diesen leichten Abuse gesehen, dass man... Wenn man den Stern holt. Im Erdgeschoss müsste doch auch noch irgendein Tod sein, der einem Stern gibt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schließen wir, denke ich, noch die Wüste ab und danach. Spielwechsel, Streamwechsel. Ich meine, ihr könnt doch auch noch gerne auf einen anderen Stream wechseln, wenn ihr den dann unbedingt sehen wollt. Ich halte davon niemanden ab. So, dann wird das hier jetzt mal wieder gemacht. So, komm mal. Nein. Okay, ich war gerade so. Meine Reaktion war echt so, nein, Mario fliegt nicht runter. Hat der Scheiger da gerade vorher gesprochen? Ich muss sagen, das hier ist halt... Man merkt schon, dass die Welten unangenehmer werden über die Zeit, aber es ist eine gute Spiel... Also, Difficulty Curve, würde man im Englischen sagen. Ich wollte gerade Schwierigkeitskurve sagen und dann so. Das hört sich nicht deutsch an. Eine Schwierigkeitsentwicklung. Das hört sich wiederum zu deutsch an. Es gibt wohl kaum Begriffe, die sich mehr deutsch anhören wie Schwierigkeitsentwicklung. Ich glaube, die Wincap nicht mehr, das ist nicht gut. Aber... Ich bin... Okay, Mario. Whatever. Ja, hoffentlich kann ich hier landen. So, ich gehe jetzt mal den Weg hier außen rum tatsächlich. Oh, danke, Feuer. Das war gerade echt so ein bisschen... Okay.
Habe ich nicht erwartet, aber danke, Spiel dafür. Ich brauche dringend Münzen machen. Weil Münzen holen, damit man Leben bekommt, sterben, ist an sich auch eine Kunst, die man erstmal so hinbekommen muss, oder? Da würde ich zumindest mal sagen. Ah gut, ich spawn direkt hier. Gut. Alles andere wäre jetzt auch echt so ein bisschen merkwürdig gewesen, oder? Nicht merkwürdig, aber schon unschön. So, come on. Wer zuerst? Du. Okay, ja. Mach das ruhig. Sage ich mich nicht wieder selbst runter, bevor das alles gut. Verdammt. Okay. Oh, erster Down. Komm schon. Zeig dein Auge, mein Guter. Zeig dein Auge gerne nochmal. Oh, okay. So wird hier also gespielt. Ich finde auch schön, dass das einzige Mal, wo ich meinen Boss gefailt habe, nicht der Boss war, der mich gekillt hat, sondern ich mich selbst. Ich meine, das ist auch mal was anderes, aber... Nehmen wir die 8 roten Münzen. Wir sind ja, wenn ich richtig gesehen habe, hier in der Overworld eher. Und weil die Box da später geladen hat als die Münze selbst, weiß ich auch, wo ich die erste finden kann. Ich meine, ich habe schon einige in der Luft gesehen. So, Wingcap. Waren einige in der Luft. Also, wir wissen, was zu tun ist, ne? Oh no. Oh ne, alles gut. Nein, verschwende mir nicht meine wichtige Wingcap-Zeit, Tornado. Wieso auch immer der auf einmal hier random auftaucht. Ich bin da einfach zu weit gerannt, wieso auch immer. Okay, unter der bin ich schon mal durchgeflogen. Ist ja noch irgendein. Ah, da vorne ist noch einer, aber dafür habe ich nicht die Höhe. Und da unten. Verdammt. Ich brauche, glaube ich, hole mir schon mal eine neue Wingcap. Weil ansonsten wird das hier echt ein bisschen knapp mit der hier. Ah, verdammt, ein Ticken zu früh. Und jetzt nochmal. Vielleicht kriege ich die ja noch. Okay, nein. Dann kriege ich wenigstens die hier noch. Das weiß ich. Wollte der mir... Der wollte mir die Kappe klauen. Der geiert auf meine Kappe. Das finde ich gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Ich meine, wenigstens lässt er die in Ruhe, während ich fliege. Stell dir mal vor, der könnte einfach, während ich fliege, so mir die Kappe wegklauen. Ich falle einfach eiskalt runter, ne? Ich meine, wäre auch mal was Neues, aber... Wäre schon echt arschig. Warte, habe ich... Nein, ich habe nicht die neue Wingcap bekommen. Gott. Nein. Aber da hat immer noch eine rote Münze gefehlt. Wo ist denn die? Das ist ein... Ah, okay. Ne, warte, ich habe gewusst, dass sie da ist. Sie sollten nicht so tun, als ob ich nicht gewusst hätte. Komm schon. Komm. Das war zum Glück überhaupt nicht knapp oder so. Thank you.
Sollte aber in die richtige Richtung den Triple Jump machen, oder? Ich glaube, das wäre ganz gut. Also, ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr off-topic reden. Weil die Frage ist, über was. Also, die Frage, die wahrscheinlich vielen Leuten erstellt: Lohnt sich die Mario 3D Collection? Ich muss halt sagen, wenn man die Spiele sonst nicht besitzt und ich und auch Nintendo mal ein bisschen damit unter die Arme greifen will. Ja, aber es sind halt eigentlich mehr oder weniger die Originalspiele. Da muss man halt klarkommen, dass man jetzt keine Remakes oder Remaster hier erwarten muss. Klar, das Overlay ist ein bisschen cleaner. Ich schätze mal, das sieht man auch, wenn es mit dem Original Mario 64 vergleicht. Weil das hier ist ein Overlay, das könnte man nicht so auf der N64 zeigen, das ist klar. Aber ja, hauptsächlich lohnt sich das halt nur, wenn man auch wirklich Bock drauf hat. Ich find's witzig, weil das hier ja nur eine bestimmte Zeit verfügbar ist. Denken irgendwie diverse Leute, das wäre eine gute Wertanlage. Und ich frage mich halt auch, ob das überhaupt stimmt. Weil überlegt euch doch mal Folgendes. Wenn diverse Leute denken, dieses Spiel wäre eine gute Wertanlage für die Zukunft, dann werden sich natürlich viele Leute das Spiel mit der Absicht anschaffen und wollen es dann in Zukunft verkaufen. Die Frage ist dann, ist es dann noch in der Hinsicht gut, weil es denken ja so oder so schon viele Leute das über das Spiel. Und dadurch werden mehr bunkern und je mehr gebunkerte Exemplare es gibt, desto weniger ist es dann auch eine Wertanlage. Ich meine, kann sein, dass ich da gerade ein bisschen einen Denkfehler habe, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung von der ganzen Sache. Geier, hau ab. Oh mein Gott. Ich sollte schnell hier weg. Schnell weg von dem Geier da. So, okay. Aber ich muss noch die letzte rote Münze da holen. Das sollte jetzt eigentlich nicht so das große Problem sein. Auf jeden Fall, ich finde schon, also für Leute, die Originale nicht besitzen und an die Originale kommen jetzt mittlerweile gar nicht mal so einfach dran, ist definitiv eine gute Sache. So wie für mich, ich habe von den Spielen jetzt auch nur Super Mario Galaxy besessen. Einmal, weil ich auch nicht eingesehen habe, für Super Mario Sunshine zum Beispiel 40 Euro zu bezahlen und mir extra für Super Mario 64 eine N64 zu kaufen. Okay, wäre nicht nur für Super Mario 64 gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Meine Sache ist halt, emulieren ist halt auch immer so eine Sache, wo man die ROMs herzieht und alles. Ist halt vor allem gut für die Leute, die da nicht so das beste Bauchgefühl haben. Wie ich auch. Bin ich ehrlich. Ich meine, ich habe es bei einigen Spielen gemacht, ich habe einige Spiele emuliert gespielt, aber irgendwie ist es dann, hat man dann immer noch so ein kleines Gefühl davon, nicht stolz drauf zu sein. Also bei mir zumindest. Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen. Ich meine, das hier ist wie gesagt auch emuliert. Das ist klar. Nur halt auch offiziell von den Leuten, die es rausgebracht haben. Und man kann drüber streiten, ob 60 Euro zu viel dafür ist. Ist definitiv ein valider Kritikpunkt am Spiel. Aber ich muss halt sagen, ich wollte es einfach haben, also habe ich mir gekauft. Kiste, okay. Nein. Bei mir kostet das nur 54. Ja, ich habe auch nicht ganz so viel bezahlt, aber
60 wäre halt, glaube ich, der Fixpreis, wenn. Es ist, glaube ich, halt immer noch der. Dings. Die Mehrwertsteuer abgesetzt, oder? Deswegen kostet es weniger. Aber prinzipiell ohne herabgesetzte Mehrwertsteuer wären es halt die standardmäßigen 60, ne? Ich weiß gar nicht, ist die Mehrwertsteuer noch herabgesetzt? Geh halt einfach einkaufen und kauf das ein wie immer. Also irgendwie so, für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe auch nicht so viel Geld gerade, dass ich ausgehe. Dass ich ausgeben will. Also sitze ich da so und denke mir, oh ja. Diesmal werde ich nicht der verdammten Kiste nachrennen. Wie zur Hölle sind die Münzen da oben gelandet, wenn ich das da unten gegen die Säule geworfen habe? Für 6. In Videospielen. Manchmal echt was sehr, sehr Interessantes. So, die Frage ist natürlich, wie viele Münzen muss ich jetzt hier im Außenbereich sammeln? Okay, da ist ein Cooper-Shell. Das hätte ich mal gerne früher gewusst. Aber naja, kann man nichts dran ändern. Ich glaube, ich nehme auch gerade die rote Münze hier mit, weil die gerade so schön da im Weg fliegt. Ich wollte sagen liegt, aber lebt, whatever. Ihr versteht den Punkt, den ich mache. Versteht meinen Punkt, den ich. Nein, Mario. Okay. Das war knapp. Gib mir wenigstens die rote Münze. Okay. Dann, die rote, die blaue Münze. Dann bin ich zufrieden. Ah, das ist wieder so eine Sprungkiste. Okay. Aber wegen, es gibt die Sprungkiste. Wie viele Münzen waren es? 5? Nein. Wollte eigentlich gerade noch zu einem großen Flug ansetzen, dann sehe ich das und denke mir. Gut, dass ich nicht an der kritischen Stelle dann war. Es wäre nämlich ganz schön unschön geworden. Komm schon. Ja doch, passt, passt. Was war hier drin? One-Up. Ich meine, da wär ein One-Up gewesen, was mich fast in den Tod geführt hätte. War gerade echt so, dieses One-Up. Das einfach so straight in Abgrund rein, also nicht mehr so gedacht hat, ist das ein Unsinn. Ich glaube, wenn ich 80 Münzen habe, dann. Oh mein Gott, das war viel zu knapp mit dem Geier. Ich sollte schnell hier raus aus dieser kleinen Oase. Komm mir noch eine Münze und dann geht's ab in die Pyramide. Also eine rote. Nicht die hier. Ich schätze mal, da drin sollte ich schon meine 40 Münzen bekommen. Wenn nicht, dann. Nein! Wenn nicht, dann werde ich halt nochmal das ganze Level neu spielen, weil das anscheinend die Sache ist, die gerade passiert ist. Ja, die sind auch ziemlich nervig. Aber das zwingt dich ja mehr oder weniger. Das zwingt dich mehr oder weniger zum Erkunden. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Sache ist, sei mal dahingestellt. Komm schon. Danke.
Aber gerade, ich muss halt sagen, je nach Level ist die, sind die 100 Münzen halt echt nervig. Hier muss ich halt sagen, bei dem Level, ja. Definitiv nervige 100 Münzen. Die Sache ist, ich weiß halt auch nicht auswendig, wie viele man in der Pyramide holen kann. Dann würde ich mich halt daran anpassen, weil ich glaube, ich würde die halt echt teilweise lieber in der Pyramide als hier holen. So, und jetzt hole ich mir erstmal dieses One-Up. Geht doch. Da habe ich wenigstens nicht mehr die Gefahr, instant zu sterben. Also, wieder ein Game Over zu haben. Kappe. Danke. Sehr beruhigend, diese Gefahr dann nicht mehr unmittelbar zu haben, um ehrlich zu sein. Oh, nice. Praktisch hier in der Wand explodiert. Dann ja, wow. Das war auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Interaktion mit der Wand, das steht fest. Naja, nein. Aha. Ich überhaupt nicht schadenfroh manchmal, nein, nein. Mann, die Wingcap habe ich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile. Sollte echt aufpassen, dass ich rüberfliege und gucken, ob sie sich gleich auflöst. Puh. Spontan mal so ein bisschen meine Stimme verändert. Als tatsächlich genau das eingetroffen ist, was ich befürchtet habe. Das ist gerade nicht dein Endspiel, oder? Aber hey, ich glaube, ich kann jetzt von oben in die Pyramide. Nein, noch nicht. War anscheinend noch irgendwo noch nicht. War es mir eigentlich sicher, ich könnte von oben in die Pyramide. Aber naja. Von unten tut es ja auch. Ich meine, ich muss ja eh die ganzen Münzen sammeln. Ah ne, hier war ich noch nicht. Komm schon. Yes. Das war Timing. Das war echt Timing. Egal. Die Münzen sind da reingeflogen. Come on. Ei, aber einer lag noch da. Okay, anscheinend geht's doch dann nach unten. Wie ich mich hier gerade anstelle. Mario? Kannst du bitte einfach da raus? Danke. Das war nämlich gerade alles andere als angenehm. Ja, das aus dem im Sand herumspringen macht genauso viel Spaß, wie es aussieht. Nehme ich gar keinen. Ah, hier ist der Kollege. Ich erkunde erstmal noch hier unten weiter. Nehme jede Münze mit, die ich bekommen kann. Kaum raus und schon wieder rein, ja. So ist es. So, aber ich glaube, genug Münzen sind hier auf jeden Fall. Das bezweifle ich gar nicht. So, dann nehme ich noch die hier mit. Es sind ja normalerweise immer 5er Münzen rein und wenn ich dann jetzt die Gegner hier plätte. Oh nein, das war blöd.
Oh, was ist da hinten in dem Ausrufezeichen? Blau. Egal, ob Münzen oder One-Up ist, ich nehme es gerne mit. One-Up, nice. So, ich muss mich auch echt konzentrieren, die richtige Reihenfolge bei den Long Jumps zu machen. Long Jumps zu machen, damit ich nicht andauernd Ground Pounds mache. Weil ihr fragt euch, weil die Sache ist, Ground Pounds mache ich immer dann, wenn ich die Tasten falsch rumdrücke. Okay, das war blöd. Oh, come on. Ich will nicht in den Sandstrom hier. Nein. Aber ich weiß auf jeden Fall, diese Zahlen, die da manchmal aufploppen, das sind die Geheimnisse der Pyramide. Das, was ich für die Mission machen muss, ich muss nämlich den Sandstrom von oben folgen. Also am besten von oben. Ich kann dann auch natürlich nicht von oben machen, aber... Von oben ist, glaube ich, halt doch schon besser. So, und diesmal werde ich nicht den Fehler machen, den ich gerade eben das eine Mal gemacht habe. Ich werde dich einfach voll dive in, da ins Sand. In den Sand machen. Den Fehler macht man echt nur einmal. So, komm schon, mein Kind. Auch wenn ich den Move, den ich hier mache, auch oft ziemlich riskant finde, aber hey. Und das sind die 100 Münzen. Endlich, nice. Oh nein. Danke, danke. Aber direkt danach kam so ein richtig schöner Fame-Moment. Danke, danke, Mappen. Das heißt, ich muss wieder hoch. Aber hey, wenigstens ist der harte Teil mit den 100 Münzen überstanden. Nochmal hier hochzugehen ist ja jetzt nicht so die Nähe. Oh, Goomba. Ich nehme mich mit. Braucht das Leben. Okay. Ah. Weil die Sache ist, wieso ist wichtig, weil ich noch dieses eine einzelne Leben einsammle. Ich bin gerade eben ja von ganz oben runtergefallen und das hat mir ja die Hälfte von meinem Leben gekostet. Hat mich ja die Hälfte von meinem Leben gekostet. Und natürlich, wenn es jetzt nochmal passieren würde, dann brauche ich halt natürlich eine Vorsorge, dass ich dann nicht sterbe. Ich habe gar nicht mehr so viel Lust auf dieses Level. Ganz glaubt oder nicht? Oh, hier wäre sowieso ein Herz gewesen. Okay. Come on, ja, nice, nice, nice. Sollte eigentlich ein Reinchen denken. Komm. Und. So, und jetzt auch mit dem hier oben geduldig sein. Oh, der geht die andere Richtung. Alles klar. Und geh bitte über mich drüber. Danke. Jetzt springe ich auf die richtige Plattform. So. Nein. Ach,
Okay, wenigstens bin ich diesmal nicht komplett runtergefallen. Und wenigstens kann man über den Kollegen immer noch super drüber springen, ohne ihm auszuweichen. Ich weiß auch manchmal nicht, was. Ich glaube, wenn man hier den richtigen Winkel nimmt, dann läuft Mario halt an der Wand lang und macht nicht dieses, keine Ahnung, wie ich nennen soll, Wandkriechen. Ich krieg das noch gleich hin. Ich sag's euch, ich krieg das hin. Irgendwann. Und heute noch. Ich bin sicher. Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich da runterfliege und was da unten ist, dann 2000 Jahre später, ja, gefühlt. Und hey, Torge, wie geht's? Oder meinst du 2000 Jahre später? Wenn schon. Wenn schon, dann richtig. Und genau das. Okay. Ja, dann ist doch. So, okay. Ja, ich glaube, das mit den 2000 Jahren später wird gerade immer wahrscheinlicher. Also ist zumindest so mein Gefühl. Es wird halt gerade echt immer wahrscheinlicher. Ich sollte auch vorher mal. Ich kann beim Fallen da halt schlecht einschätzen, ob ich da richtig lande. Würde mich halt nicht mal wundern, wenn ich die Kicks mache und dann genau so in Anführungszeichen korrigiere, dass ich genau falsch lande. Aber wir werden sehen. Ich könnte auch einfach von hier aus versuchen zu springen, klar. Aber Mario 64 Kamera ist nicht mein Freund. Um es mal so zu sagen. Oh mein Gott, nice. Die andere ist wieder auf der anderen Seite des Stroms. Okay. Ich muss halt sagen, es wird so langsam echt nervig. Aber hey, wenigstens habe ich eine der beiden Plattformen erwischt. Das heißt, es geht jetzt auch mal wenigstens ein bisschen weiter. Ja, die Sache ist halt irgendwie. Ich habe gesagt, so, ich höre mit SM64 auf, wenn ich diese Welt fertig habe. Und es ist nicht so, dass ich keinen Bock mehr hätte. So ist es nicht, aber diese Welt nervt mich einfach gerade so sehr an. Und immer wenn mich hier irgendwas im Spiel annervt, ist das, habe ich irgendwie die Angewohnheit, schnell da durchkommen zu wollen, was natürlich ein bisschen fehleranfälliger ist als sonst. Oh mein Gott, ich hab's eingesammelt. Ich bin zwar dabei runtergefallen, aber ist mir gerade so egal. Komm schon, und wenn ich jetzt. Und pass auf, wir wissen doch alle, was jetzt passiert. Jetzt schön am Stern vorbei. Nee, okay. Aber meine Einschätzung mit zwei Streams für Super Mario 64? Könnte echt gut hinkommen. Ich habe jetzt auch 8 Level komplett abgeschlossen. Ja doch, ich habe alle 8, die ich gespielt habe, komplett abgeschlossen.
So, und hier geht. Mach ich jetzt noch weiter? Die Sache ist, ich weiß es halt nicht. Einerseits will ich weitermachen, aber andererseits auch nicht. Ach komm. Warte, alles. Alle vorherigen Level komplett abgeschlossen? Ja, okay. Geheime Sterne 10. Oh.